Ja, ihr seht's schon richtig. Das Chaos hier, was da so rumherrscht auf dem Bildschirm. Ja, das wird heute hiermit behoben mit dem Wahlswiper zur Landtagswahl Sachsen 2019. Der Wahltag ist am 1. September 2019 und wir starten jetzt mal direkt den Wahlswiper. Erklärt sich gleich eigentlich fast von selbst. Nicht nur fast, sondern es erklärt sich von selbst. Ja. Eine andere Version des Wahlomaten. Nicht der Wahlomat, aber ein anderer Wahlautomat. Schauen wir mal rein. Starten wir den Wahlswiper. Und hier haben wir schon die erste These, die erste Frage. Frage 1 von 34 zur Außenpolitik. Hier kann man dann sich immer die Frage durchlesen und entweder mit Nein oder mit Ja antworten oder auch überspringen, wenn man gar keine Antwort drauf weiß. Es kommt dann in der Enthaltung gleich. Und wenn man sich für Ja oder Nein entschieden hat, kann man dann natürlich auch die Antwort doppelt gewichten, wenn sie einem besonders wichtig ist. Und ein kleines Erklärvideo gibt's auch noch dazu bei manchen Fragen, falls man bei einer Frage nichts versteht, gibt's dann noch eine kleine Definition für. So, dann schaffen wir mal hier ein bisschen Ruhe ins Chaos und lesen die Frage vor. Soll sich das Land Sachsen dafür einsetzen, dass sich der Bund gegen Russland Sanktionen ausspricht? Kann man hier gleich mal nachgucken, wenn man absolut gar nicht weiß, was Russland Sanktionen sind. Die EU hatte 2014 Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Grund war die Annexion der Ja. Krim. Und so weiter und so fort. Da will ich nicht zu lange reinfilmen. Nicht, dass wir hier noch einen Strike kriegen wegen Video und so weiter. Ja, Grundziel ist klar. Russland-Sanktionen. Hier kann man auch so ein bisschen swipen. So wie bei einer gewissen Flirt-Plattform, die ich jetzt hier nicht nennen will. Gegen Russland-Sanktionen. Da sage ich mal, nein, ich schweib's nach links. Soll der Besuch eines Kindergartens in Sachsen für Eltern gebührenfrei sein? Sollen Kinder mit und ohne Behinderung an einer Schule gemeinsam unterrichtet werden können? Können. Ja. Eigentlich sind die meisten Fragen nicht so leicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Aber ja. Ja, gut. Soll es ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen an sächsischen Schulen geben? Meine Güte, nein. Das hätten wir fast doppelt gewichten können. Soll es neben dem Unterricht in evangelischer und katholischer Religion auch Religionsunterricht für den Islam an Schulen geben? Ja, wieso denn nicht? Das befürworte ich sehr. Das kann man durchaus mal für befürworten, finde ich schon. Sollen Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen dauerhaft verbeamtet werden? Ja, nein, ja. Tja, ich überspringe die Frage mal. Soll die Nutzung von Bodycams der Polizei weiterhin erlaubt sein? Soll ein gewisser Anteil an Medizinstudienplätzen mit der Verpflichtung vergeben werden, nach dem Abschluss 10 Jahre im ländlichen Raum zu arbeiten. Fett. In vielen Regionen Sachsens droht eine medizinische Unterversorgung. Der Grund?
wieder überspringen. Soll es eine generelle Impfpflicht für Kinder geben? Soll das Wahlalter für die Landtagswahl in Sachsen auf 16 Jahre gesenkt werden? Sollen Messenger-Dienste wie WhatsApp gezwungen werden, der Polizei in bestimmten Fällen unverschlüsselte Nachrichten zur Verfügung zu stellen? Soll es beim Neubau von Wohnungen einen festen Anteil an Sozialwohnungen geben? Sollte die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland nach Sachsen gefördert werden? Soll im sächsischen Parlament eine Frauenquote eingeführt werden? Ja. Sollte Sachsen das Container legalisieren und Wegwerfen von Lebensmitteln zu reduzieren? Sollte bei altersbedingter Fahruntauglichkeit die Möglichkeit bestehen, dass sollte es einen kostenfreien Personennahverkehr für alle geben? Aber sowas von, das fordere ich schon seit Ewigkeiten. Nö. Das sage ich schon. Ich sag's jedem, den ich begegne. Ja, so ungefähr. Kostenloses Nahverkehrsticket. Kostenloses Nahverkehrsticket. Kostenloses Nahverkehrsticket. So ungefähr. So ungefähr sieht das aus. Soll es aus und nach Sachsen mehr Flugverbindungen geben? Ja, wurscht. Soll sich das Land für eine regulierte Legalisierung von Cannabis einsetzen? Jetzt alle mal kurz weggucken, alle mal die Augen schließen, alle mal ganz kurz weg, die Augen weg zumachen, kommt, macht die Augen zu, guckt schon weg. Halt, stopp! Es gibt wieder ein Beef. Ich meine, ich habe nichts gemacht. Ich habe das ja nach Jahr gekippt. Soll die Videoüberwachung öffentlicher Plätze ausgeweitet werden? Aber sowas von nein. Soll die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte eingeführt werden? Soll sich das Land Sachsen auf Bundesebene für eine Widerspruchslösung bei der Organspende einsetzen? Widerspruchslösung. Ach, das war das, das Ding. Ja, ich verstehe. Nein. Ja, ist mir relativ wumpe. Enthalte ich mich. Soll das Land Sachsen keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen? Das klingt. Die These klingt drastisch. Nein. Parteien filtern. Moment mal. Moment mal. Ich suche hier eine gewisse Partei. Warte. Was? Die blaue Partei AfD, PDF, so ungefähr. NPD, CDU, Freie Wähler, Humanisten, ÖDP, Gesundheitsforschung, Bündnis 90, Grüne, SPD. Ich vermisse hier eine gewisse Partei. Sag jetzt nicht die. Ich bin enttäuscht. Das wird doch wohl in Sachsen-Weber. Nein. Ja, gut. Ein kleiner Schockmoment. Schauen wir mal. Hier kann man Parteien rausnehmen. Ach so, da unten sind dann die Ergebnisse. Und jetzt mal sage, nehmen wir hier ein paar raus. Piratenpartei. Linke, SPD,
Bündnis 90. Zum Schluss jetzt hier. Na holla. Was habe ich denn da falsch beantwortet? Nee, bitte nicht. Ein Vergleich mit Piratenpartei. Ja, das können wir mal hier machen. Mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Da ist meine Stimme, wie ich das abgestimmt habe, und da, was die Piratenpartei so sagt. Ich meine, 100% kann man mit seiner eigenen Partei auch nicht hinkriegen. Das wäre ein bisschen seltsam, aber bitteschön. Also hier haben wir 77%, naja, Piratenpartei. Also bei der Europawahl hatte ich immerhin fast 90% überein mit der Partei Die Partei. Ja, aber jetzt mal hier drauf. Hier, meins. Nein, die Partei. Die Partei. Die Partei. Piratenpartei. Auch mit Nein. Keine Ja-Nein. Hier unterscheiden wir uns. So, die Nutzung von Bodycams bei den erlaubt werden. Begründung der Partei. Aus Datenschutzgründen lehnt die Piraten Sachsen das Abfilmen von Bürgern durch die Polizei ab. Bodycams tragen nicht zur Sicherheit der Bevölkerung bei, insbesondere Kameras von Polizisten selbst kontrolliert werden. Ja, gut, so kennt man sie, die Piraten, ne? So sind sie bekannt. So, nein, nein, ja, 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 die, wo wir übereinstimmen, sind nicht so interessant. Ich will mir vor allem die durchlesen, wo wir nicht übereinstimmen. Soll das Land Sachsen keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen? In Sachsen ist genug Platz für weitere Flüchtlinge. Ah, sehr gut. Ein sehr gutes Abschlusswort wäre es, wenn ich nicht noch das mal lesen würde. Hier, 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 da weiß ich doch. Ah, so hier, das müssen wir als grünen Abschluss mal durchlesen. Die Begründung der AfD zum Thema, soll das Land Sachsen keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen? Da sagt die AfD nämlich ja, keine weiteren Flüchtlinge mehr, und begründet das mit: Laut Dublin-Vertrag gibt es keinen Grund, in Sachen Asyl zu gewähren, in Sachsen Asyl zu erwehren. Jeder Flüchtling hat zuvor ein sicheres Land durchquert. Alles klar, Digga! Ja, und ja, damit bin ich raus. Ja, Fragen vergleichen. Die eben gerade genommene Frage 34. Nein, habe ich gesagt. SPD sagt nein, die Linke sagt nein. Bündnis 90 sagt nein. Nein, 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 nein! Die AfD ist natürlich, ja, dabei die NPD auch. Und alles klar, Herr Kommissar. Ja. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit den Zwergenfürst verpassen wollt. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Part wieder auf meinem Kanal, und ja, bis dahin habt eine angenehme fürstliche Zeit und haut rein. Bis dahin, ciao, ciao.